Und willkommen zurück bei Let's Play Project Zomboid. Letztes Mal habe ich wieder viel gefaselt und wenig gemacht. Dafür dieses Mal werden wir etwas mehr machen. Wir müssen leider gleich schon wieder pennen. Das habe ich letztes Mal nicht getan. Vorher. Wir probieren es einfach mal aus. Ich nehme mal hier den Whisky. Den würde ich ja eigentlich. Ach Mann. Eigentlich würde ich den ja eher trinken wollen, anstatt ihn wegzukippen. Das ist das Problem. Make Molotov Cocktail. Whiskyflaschen Stoff. Oder wir machen halt so. Wir bauen einfach Mollys draus. Das funktioniert auch. Mit Stofffetzen und Whiskyflasche. Ich mach mal. Ach, cool. Na, nice. Haben wir Mollys. Cool. Die werden wir ausprobieren, aber nicht jetzt. Die werden wir ausprobieren. Ach, cool. Das ist cool. So, hier haben wir, glaube ich, wollen wir unser Reparaturgedöns. Hier. Zack, machen wir nochmal. So. Dann hätten wir das repariert. 8:30, können wir nochmal ein bisschen lesen und dann hauen wir uns hin. Ja, komm, langweilig, das ist doch nicht langweilig. Komm hier, wir lesen ein cooles Buch, Mr. Howard. Da wird dir nicht langweilig. Total spannend, Landwirtschaft hier. Richtig spannend, was da alles drin steht, ey. So, den behalten wir, den können wir morgen dann frühstücken. Machen wir bis um 10, ne? So. Okay, jetzt haben wir auch bald fertig. Hier unser super Schlafstuhl. Bescheuert. So, eine Axt müssen wir uns ja mitnehmen. Es wartet ja harte Arbeit auf uns. Harte Arbeit. Das essen wir dann mal. Hier füllen wir unser Wasserfläschchen. Dann nehmen wir uns eine Axt. So. Guten Morgen, liebe Welt. Liebe zombieverseuchte Welt. So, und dann gehen wir mal hier runter und fällen uns ein paar Bäumchen. Denn dafür. Warte mal. Ach, ich mach schon wieder das Blöde. Immer weil ich C drücken will. Mann! Irgendwann haben wir keine 9mm-Patronen mehr, weil ich die alle aus Versehen in Gunpowder verwandelt habe. So ein Mist. Ja, komm her. So. So ein Mist. So, 4 Baumstämme, das ist natürlich schon eine Nummer, ne? Warum können wir nicht bauen, weil ich den Hammer nicht dabei habe? Ach, ich Trottel. Nein. Egal. Das war auch doof. Eigentlich reicht ja da. Ah ne, die kann man nur beidhändig. Okay. Na komm. Hacken wir hier alles kurz und klein. So. Oh, 8 Baumstämme. Warte, da hatten wir gerade 8. Hallo? Schleppen wir die alle mal mit. So, und dadurch geht Tischlerei nicht nach oben. Natürlich nicht. Aber wenn wir jetzt gleich. Okay. Krass, mehr können wir gar nicht tragen. Joa.
kriegen wir noch einen mit? Okay, einen können wir noch tragen. Dann brauchen wir natürlich auch... Ah, nee. Ah, ja. Okay, wir machen das gerade mal da drüben. Und dann gucke ich mal, wie viel das bei der Tischlerei bringt. Ich gehe davon aus, wahrscheinlich nicht viel. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Da stehen natürlich jetzt wieder... Oh, ich hasse euch! Ich hasse euch, ihr Zombies! Oder wir bauen einfach eins vor die Tür. Vielleicht wird das auch funktionieren. Gucken mal. Geht natürlich nicht. Man kann das jetzt nur... Warte mal. Kann ich das nicht auch irgendwie drehen? Ah, auf R. Okay. R wie Rotate. Da könnte man dann so eine lustige Mauer da machen. Würde ich eigentlich auch ganz gern. Aber sinnig wäre es wahrscheinlich, das da oben zu tun. Oder halt eben unten. Unten wahrscheinlich noch mehr. Die meisten Zombies rumhampeln. Aber komm, wir machen es erstmal da. Das hat jetzt gebracht... Wow. Das... Wow. Das war ja... ich bin begeistert. Das hat so viel gebracht, da kann ich auch die Wände und Türen zunageln. Das bringt mehr. Wow. Krass, wie viel das gebracht hat. Wäre wahrscheinlich sowieso sinnvoller, wenn wir als erstes alles zunageln. Ich denke, das sollte an Sicherheit reichen. Und wahrscheinlich ist das sowieso alles verschwendete Zeit. Da wir als erstes ja Wasser bräuchten. Halt eben das Buch auch, meine ich. Das wollte ich sagen. Lagerfeuer-Kit, ach cool. Ach, ist ja nett. So, wir sägen die mal alle. Dann haben wir genug Bretter für alle Zeiten. Steigert das auch? Ah, das steigert auch sogar. Tatsache. Aber halt nicht genug. Es steigert das Ganze nicht genug. Denn wir brauchen wirklich Stufe 4 im Tischlern, um halt eben diese Regentonnen aufzubauen. Und mit dem Buch würde das natürlich um einiges schneller gehen. Und hier sieht's aus wie Sau. Ich das jetzt nicht verbarrikadieren, wahrscheinlich weil ich den Hammer nicht ausgewählt habe vorne und weil ich ihn auch nicht dahin legen kann. Warte mal. Machen wir das mal so. Und den Hammer nach vorn. Zack, zack, verbarrikadieren. Dann machen wir hier alles zu. Klopf, klopf, klopf. Wie weit kann man die verbarrikadieren? Passen da mehr als 4 dran? Okay, passen nicht mehr als 4 dran. Kommen wir da vorne auch noch hin? Natürlich nicht. Da sind werte Herren, die müssen wir erst töten. Hier sind hier auch werte Herren jetzt plötzlich erschienen. Nein, welch ein Glück. So. Klopf, klopf, klopf. Wir haben ja noch ein paar.
So. Da kriegt der werte Herr auch noch Hunger. Hallo. Jupp. So, aber jetzt rüsten wir dann erstmal das Messer aus, damit wir da unten die Freunde töten können, um dann zu verbarrikadieren. Huiuiui. Huiuiui. So. Auf damit. So. Verbarrikadieren. Machen wir hier drüben nochmal zu. So. Okay. Klopf, klopf. Jetzt haben wir keine Bretter mehr. Menu. Und einer schreit. Eine Dame. Eine Dame in Nöten. So. Sekundär. Primär. Nichts zu essen. Na gut. Haben wir jetzt immerhin hier alles sicher. Und wir kommen nicht mehr raus, wenn wir jetzt da reingehen. Heißt, wir müssen das mit dem Lakenseil machen. Wir müssen es mit dem Lakenseil probieren. Mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Ich muss das kurz nachschauen. Warte mal. Bevor ich mich da in den Tod stürze. Okay. So, Lakenseil. Häufiger. So. Items. Kleidung, Landwirtschaft, Fischfang, also ich mach mal hier gerade Pause. Wo ist das? Material. Wo bist du? Lakenseil. Leichteren Zugang zu Hörnetagen. Zu höheren Etagen, leichteren Zugang, aber ob man da... Okay. Aha, aha, aha. Gut, das müsste so funktionieren. Wir versuchen es. Lakenseil hochklettern. So, ich versuch's jetzt einfach gleich. Natürlich stürzt er runter. Aber er scheint das Seil benutzt zu haben. Es sieht aus, als ob er runterhüpft. Aber er nutzt das Seil. Okay. Dann wollen wir das Ganze einfach... Wir lassen es einfach so stehen. Ich stelle keine weiteren Fragen. Wir lassen es so. So, Nägel hauen wir jetzt erstmal wieder hier zurück. Die Stofffetzen hauen wir ebenfalls da rein. Denn wir brauchen jetzt wieder Platz. Scheiß Gunpowder, echt, das war blöd. Das können wir eigentlich alles mitnehmen. Säge brauchen wir jetzt auch nicht so unbedingt. So, den Erste-Hilfe-Kasten können wir mitnehmen. Kann ich da eigentlich... Ich kann da nichts reinpacken, ne? Ne, ich glaube nicht. Naja. Egal, Bindfaden, bla bla bla, das, ja, komm, das nehmen wir alles mit. Das Essen hier nehmen wir auch alles mit.
Den Hammer brauchen wir nicht unbedingt. Zack. So. Okay. Hier machen wir wieder alles voll. Hunger haben wir auch. Und ich weiß, das Ganze ist jetzt nicht so besonders spannend. Das tut mir leid, aber das ist halt Project Zomboid. Das, ja. Das ist so. So, warte mal, ich probiere mal gerade den Lachs. Ich versuche das mal. Mache Pfannengericht. Aus Ei, aus Lachs, aus Schweinekotelett. Wir machen mal aus Lachs. Lachs-Pfannengericht. Weitere Zutat, Ei. Ach so, cool. Machen wir mal. Lachs- und Ei-Pfannengericht. Das klingt irgendwie schon eklig, aber... Kann man da noch mehr reinmachen? Kann den ganzen Lachs dafür verbrauchen? Noch mehr? 47, okay. Krass. Dann packen wir das mal da rein. Nicht das Landwirtschaft, das hier. Das Ding ist immer noch angeschaltet. Und in der Zeit lesen wir ein bisschen. Bim, 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 bim. Warte mal, wir machen so. Schaffen wir das durchzulesen jetzt noch? Ich mach mal so ein Stück schneller. Na komm. 61, krass. Krass, krass, krass. Ja, nimm. Ja, warte mal, geht gar nicht. So, davon essen wir ein Viertel. Und dann sind wir schon wohlgenährt. Das ist echt übel. Okay. Okay, das ist krass. So. Dann lesen wir das noch weiter. Das schaffen wir heute noch. Das packen wir noch, Freundchen. Wird jetzt noch nicht geschlafen. Das wird erst fertig gelesen. Koste es, was es wolle. So. Jetzt hätten wir es. Damit ist das Landwirtschaftsbuch schon mal geschafft. Das steht auch immer dabei. Zack, packen wir weg. Jetzt ist halt nur die Frage, wir brauchen das Tischlerbuch noch. Das brauchen wir wirklich. Vergeuden wir damit unsere Zeit, wenn wir das jetzt suchen? Ich glaube ja eher nicht. Es sieht echt so aus, als würde der da runterstürzen. Nicht, dass dann irgendwann irgendwas passiert. Na, egal. So, wir warten mit dem Essen noch. Hier haben wir wieder Freunde. Die wieder in unser schönes Heim eindringen wollen. Oh. Geht ja gar nicht hier. Leg dich hin. Hui. Die ist natürlich jetzt sehr schnell. So. Leg dich hin. Leg dich hin. Und du dich auch. Na komm. Schmerzpillen. Oh. Hallo? Was ist hier los? Konnte gerade nicht angreifen. Warum auch immer. Das war strange. Aber uns ist nichts passiert. Das war echt verrückt.
So, gehen wir die Hauptstraße lang, würde ich sagen. Und so ein paar Vitaminpillen wären natürlich auch cool, wenn wir die hätten. Das wäre hervorragend. Denn dann kann man diese Müdigkeit so ein bisschen ausgleichen, die davon kommt, dass wir so viel pennen. So viel kämpfen. So viel pennen. Vom vielen Pennen wird man müde, natürlich. Warum auch nicht? So, siehst du, da wird er nämlich schon wieder hungrig. Ah gut, wir haben ja noch gar nichts gegessen heute. Essen wir wieder ein Viertel, das ist ganz cool. So, wir brauchen Bücher. Wir brauchen Bücher, Bücher, Bücher. Nur woher? Ich glaube, hier wird das Ganze nicht so funktionieren, denn hier ist ja eher so diese Highway-Gegend. Und wir brauchen eher Wohnhäuser mit Bücherregalen. Und hier glaube ich nicht, dass wir da irgendwo viele Bücher finden. Ich denke, das wird nichts. Da werden keine sein. Natürlich. Das war klar, dann gehen wir mal da unten lang, falls wir da durchkommen lebend. Ach du Scheiße. Alles gut. Alles nicht so gut. Ich glaube nämlich, dass die sich gegenseitig so anlocken. Natürlich. Och, ein Bübchen. Die Fenster können wir natürlich nur einschlagen. Okay. So, schade, so ein Molly wäre cool. So ein Molly wäre jetzt echt geil. Das wäre cool. Das wäre echt super geil. Einmal um die Ecke und ich glaube, dann haben sie uns auch schon verloren. Da ist natürlich jetzt die nächste Horde daneben. Die natürlich auch so gleich hier um die Ecke kommt. Und wir sind feucht. Das nehmen wir mit. Die Tasse nehmen wir. Ach komm. Besser als nix. So. Jagen für Experten, natürlich. Natürlich. Dieses Buch benötigen wir sehr dringend. Jagen für Experten. So, wir warten mal ab, bis sich draußen das Ganze ein bisschen beruhigt hat. Denn da sind ja doch einige unterwegs. Die wahrscheinlich auch schon draußen an der Tür klopfen. Wahrscheinlich ist dieses Haus wieder eine totale Todesfalle.
Mich würde interessieren, wie viel Elektroschrott brauchen wir für einen Generator? Fragen über Fragen, da klopfen sie schon. Dörfleisch hält sich wohl lange, nehmen wir mit. Schinken nehmen wir auch mit, der ist auch gut. Wasserflasche nehmen wir auch mit. Und da sind wir auch schon wieder fast voll. Komm rein! Hihi. Oder bleib halt draußen. Ist mir noch lieber. Du Scheiße, ey. Ach du Kacke. Wir gehen mal hier rüber. Ich hoffe, wir kommen jemals wieder nach oben. Zu unserem alten Standort. Ach du Scheiße. Leute, was ist hier los? Kann doch nicht denen ihr Ernst sein hier. Dass hier so viele... Zombies rumhampeln. Oder nicht? Das ist... Ach du Scheiße! Natürlich! Ach du Kacke! Das sind so viele, wissen sie gar nicht, wo sie hin sollen. Das ist echt unmöglich. Hier gehe ich mal in Zoom-Modus. Ich muss mal hier ein bisschen näher an die Wand. Natürlich. Oh, fuck you. Hält der Wald die ab? Kurzen Moment warten. Uno momento! Bleib liegen! So. Kommt die jetzt auf einmal her? Ja, was hat die für Probleme? Sehr große anscheinend. Genauso wie er. Oder die gnädige Frau. Mann! Das gibt's echt nicht hier. Komm, geh auf. Okay. Kurzen Moment. So. Tür zu. Affe tot. Boah. Hier gehst du ja echt. Oh, hier gehst du echt kaputt. Ihr seht mich nicht. Rotpunkte, blablabla. Natürlich. Ich öffne den mal gerade. Damit er mir jedes Fenster nicht kaputt macht. Hier hätten wir noch eine Whisky-Buddel, die nehmen wir mit. Hier, die auch alle, kommen alle rein.
Da haben wir nochmal Dörrfleisch. Lecker Orangenlimo. Und es regnet schon wieder. Wie immer. Hier in der Apokalypse. So, Klebeband nach vorn. Zack. Zack. Das mag ich. So habe ich das gern. Und wir haben auch bald hier eine Stufe oben. Aber Bücher haben wir davon immer noch nicht. Das Ding hier ist jetzt ganz sicher, da... Na gut, ganz sicher, das ist witzig. So ein bisschen sicher. Aber hier... Hier ist ja echt so ein Betrieb. So. Holzkleber. Und ein paar Kippen. Die nehmen wir, glaube ich, auch mal mit. Die sollen wohl auch ganz nützlich sein. Und es regnet und ich denke, im Regen sollten wir uns nicht draußen aufhalten. Hier können wir auch nirgendwo pennen, ne? Nee. Wir müssen hier mitten im Raum schlafen. Mitten im Raum. Naja. Was soll's? Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Warum habe ich die Axt mit, ich Idiot? Die habe ich übersehen. Die nimmt uns doch viel zu viel Gewicht weg. Ich bin ein Held im Erdbeerfeld, Freunde. Der Nacht. So, die Laken. Wir machen mal die Dinger hier dran. Obwohl das natürlich die Zombies nicht wirklich abhält. Also ich glaube nicht, dass das irgendeinen Nutzen hat, außer dass wir uns halt nicht sehen. Aber die latschen ja sowieso, sobald die von hier kommen, greifen die ja alles in dieser Richtung an. Das ist das Problem. So, 18.50 Uhr. Es ist ein bisschen früh, aber es regnet draußen. Das ist blöd. Das ist das Blöde. Da können wir jetzt eigentlich, ja, nichts tun. Außer hier rumstehen. Jetzt wird er müde und hier ist natürlich echt, hier ist was los, ey. Das gibt's nicht nochmal. So, haut das hin, ohne dass wir sterben. Gerade so. Die machen wir voll. Das ist unser Frühstück. Och, der Arme. Arme, arme, arme Mr. Howard. Ja, und nächstes Mal suchen wir dann weiter unser Tischlerbuch. Ich will das haben. Ansonsten wird das nichts. Wir können so viel tischlern, wie wir wollen. Das wird so nix. Aber als erstes mal hier. Zack, Genauigkeit. So, bis zum nächsten Mal. Ciao!